Das letzte Mal sahen Sie bei Star Trek Armada 1. Informieren Sie die Schiffswerften, dass sie ihre Produktion erhöhen müssen. Das war nur der erste Angriff. Wenn die Borg zurückkehren, werden sie stärker sein. Klingonenkrieger, sorgen wir dafür, dass sie sich in ihren Liedern an diesen Tag erinnern. Moment. Na, ein Scheiß. Schande. Ein Ticken zu spät, verdammt. Unsere Basis wird angegriffen. Oh. Der Ratte. Oh. Verstärkungen sind unterwegs. Und die Waffen sind ausgefallen und deshalb. Und die Waffen und die Schilder auch. Deshalb können wir jetzt ohne Probleme. Sehr schön. Sehr schön. So sei es. Geil. Da ist mein echter Kubus. Sehr schön. Wird gemacht. Neue Station ist fertig. Die Schlacht hat begonnen. So. Wird gemacht. Ja, da ist Simulator folgt. Sehr gut. Da geht mein Plan fast auf. Unsere Basis wird angegriffen. Mein Plan geht auf. Unser großer Tag. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Und weg. Sehr gut. Mein Plan funktioniert. Ja, ich weiß, das ist ziemlich langwierig, so wie ich spiele. Ich glaube, das werde ich auch in mehrere Teile aufteilen, glaube ich. Den Mutigen gebührt das Gute. Das ist die Flotte 3, okay. Ja. Und. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Die Schlacht hat begonnen. So, aber dann kannst du jetzt in aller Mutterseelenruhe drauf feuern und. Nog nee. Sehr gut. Nein. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Die erste soll bleiben. Da bleiben wir. Vernichtet die Feiglinge. Okay. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Nee, du kommst jetzt hier nicht durch. So. Bereit zum Kampf. Halt. Und bitte zusammenschießen. 3, 2, 1, Feuer. In den Kampf. Sehr schön. Oh, ich liebe es. Basis wird angegriffen. So. Okay, die Sphäre fliegt weiter hin. Ach, wahrscheinlich zur Verstärkung. Ein Klingone kann nur einmal sterben. Die Schlacht hat begonnen. Und da ist es schon kaputt. Für Kales. So. Bereit zum Kampf. Die zwei soll stehen bleiben. Und da kommt doch eine Sphäre. Unser großer Tag. Nein. Oh, immer wieder kriege ich auf die zwei. Wo sind die zwei eigentlich? Da unten. Was macht die zwei da unten? Erschaffen sie uns Antrieb. Die zwei soll man da hoch. So. Gut. Dann haben wir die zwei Delizium-Monde für uns erobert. Judy. Gut. Dann würde ich sagen. Wir sind Klingonen. Konstruktionsschiff hoch und bauen. Gut. Dann. Die erste Flotte fliegt da hoch, beziehungsweise dahinter. Und die zweite, dritte, sehr gut. Die bleibt hier zur Verteidigung. Oh, oh, oh. Das wird unser großer Tag. Die Schlacht hat begonnen. Martok. Dein Link. Hey. Für Kales. Bleib mal stehen, genau. Nur den Mutigen gebührt. Feuer. Das wird unser großer Tag. Ah, ein Tucken zu spät. Oh Mann, ey, das hätte mein nächster Kubus sein können. Okay. Wir brauchen Reparatoren. Ja, definitiv, weil ein Watcher ist schon beschädigt. Das wird unser großer Tag. Naja. Okay, dann kannst du doch gleich mal.
in der Zeit. So, bereit zwei. Zum Kampf. Gut. Sehr gut. Dann greift ihr das hier an. Okay, und bereit zum Kampf. Sternbar macht den ersten. Das war ja kurzes Vergnügen. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Halt. Die Schlacht hat begonnen. Stopp. Mev. Na, jawohl. Für Kales. So. Sehr gut. Und wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Ja. Ich liebe dieses Zusammenschießen. Sehr gut. Gut. Konstruktionsschiff, da bist du. Quatsch. Die Lithium-Produktionsstätte hier. Ich verstehe. So. Bereit zum Angriff. Vernichtet die Feiglinge! So. Nur den Mutigen gewinnt. Dann sehen wir das jetzt Gute. Dann sehen wir alle Einrichtungen wieder. Verstärkungen sind unterwegs. Was haben wir denn? Jackpot! Eine verbesserte Werft der Borg gleich nebenan. Geschützt von nur einem Torpedogeschütz und wahrscheinlich von ein paar Schiffen. Und noch ein Delizium-Mod. Ey, die Karte ist ja zu mit Delizium-Monden. Also das Blaue hier sind alles Delizium-Monde. Halleluja, was haben die denn hier? Da haben sie noch eine verbesserte Werft. Das ist ihr Nexus. Also die Sternbasis der Borg. Die Schlacht hat begonnen. Ach, guck an. Ein Assimilator versucht sich hier zu bauen. Für Kales! Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Keine Schnitte. Keine Schnitte bei Dauerfeuer meiner Wortschatz. Sehr schön. Ein Klingone kann nur einmal sterben. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Gut. Da wurde der Burrell durch eine Watcher ersetzt. Okay. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, die Flotte 1 kann sich hier mal sammeln. Die 2. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Kann sich mal. Wo ist der Feind? Der Station hier annehmen. Mal gucken, ob sie durch den Nebel fliegen müssen. Ja, sieht so aus. Oh, gleich 2 Nebel. Einmal hier Mutar-Nebel und einmal Cerulien-Nebel. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Oder auch nicht? Nein! Okay. Weil durch Nebel, weil wenn die Schiffe durch Nebel fliegen müssen, dann wird ihre Tarnung deaktiviert. Verschaffen Sie uns Antrieb! Und das ist nicht so schön, ne? Verschaffen Sie uns Antrieb! Naja, bleibt der Hinterhalt aus, ne? Sehr gut. Und ich weiß, Hinterhalt Romulaner, aber Mev. Im Kampf gegen die Borg zählt nur eins, was im Kampf ehrenhaft ist. Und das ist der Sieg. Gut, dann F2 und Feuer. Die Schlacht hat begonnen. Sehr gut. Das Ding ist weg. Die Schilde sind fast down zum und Kampf. Sehr gut. Oh oh. Vernichtet die Feiglinge. Zerstört. Zerstört die Sphäre. Zerstört die Sphäre. Keine Schnitte. Keine Schnitte bei Dauerfeuer. Sehr gut. Boah. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Für Kales. Jetzt zielt auf den Dilithium-Fracht. Auf das Dilithium-Frachtschiff. Ach, keine Ahnung. So. Dann kannst du mal stocken. Und hier mal ein paar Geschütze sofort drumherum bauen. Oh, holla, die Walfee! Hey, 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 hey! Du Drecksvieh! Hey, nein! Oh, jetzt wurde das Schiff assimiliert. Oh, oh. Deine 3 wird jetzt dezimiert. Okay, Tarnung. Für Kales! Verschaffen Sie uns Antrieb! Neue Station ist fertig! Ich kann in der Tarnung. Für Kales! Ich kann in der Tarnung beamen, während das andere Schiff die Schilde unten hat. Wie geil ist das denn? Hoppla! Nur den Mutigen gebührt das Gute. Halt! Nein, 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 nein! Waffen sind ausgefallen. Sehr gut. Bereit zum Kampf! Oh, ich habe eine Wortschaft verloren. Tosto Vokor! Okay, jetzt wollen es die Borg aber wissen. Jetzt wollen es die Borg in wissen. In den Kampf! Tosto Vokor!
Jetzt wollen wir Wo ist der Feind? Bereit zum Kampf! Nein, zielt auf das Schwächere. Die Schlacht hat begonnen. Sehr gut. Okay, die Waffen. Bereit zum Kampf! Sehr gut. Da ist mein nächster so Kubus. Und Rückzug. Der Feigling stirbt 1000 Mal, bevor er tot ist. Okay. Bereit zum Kampf! Für Kales! Okay, du bist nicht auf Tarnung, dann gehst du mal auf Tarnung, damit sie alle gleichzeitig wieder auf. Das wird unser großer Tarnung von der Tarnung gehen können. Und. Na? Bist du jetzt kaputt? Jetzt bist du kaputt. Dankeschön. So, gut. Okay, dann. Für Kales! Meine zwei Blut. Nur den Mutigen gebührt das Gute! Okay, dann produzieren wir jetzt gleich mal 3. Und zwar. Da. Lass die Hunde des Krieges los! Wo ist meine 8 überhaupt? Bereit zum Kampf! Da unten! Was macht der? Für Kales! Ach so, habe ich. Ich sehne mich nach okay. Kampf und jetzt gehörst du zur 8 dazu. Dann kommst du jetzt Wo rein. Ist der Feind? Ah, 3 Kuben! Geil! Geil, 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 geil. Sehr gut. Okay, die 3. Bereit zum Kampf! Wo ist der Feind? So. Dafür, dass du jetzt ein paar meiner Warshots kaputt gemacht hast. Gehst du jetzt kaputt? Die Schlacht hat begonnen! Nee, 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 nee. So einfach mache ich's den Borg nicht. Ich erober sie mir jetzt. Okay. Ja, haben sie doch ein bisschen was aufbereitet hier. Für Kales! Verstärkungen sind unterwegs. Okay, dann müssen wir jetzt die Kapazitäten der Borg schnell und deutlich schwächen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Für Kales! Freut mich doch. So. Verschaffen Sie uns Antrieb! Dann bereit jetzt zum mit Kampf! Zu zwei. Ich habe das Dilithium erschöpft. Oh, oh, okay, da geht's jetzt los. Der Dilithium-Mond ist alle, aber wir haben eigentlich genug Dilithium, genug, um die Borg hier endgültig zu vertreiben. Um nicht zu sagen, ein Haufen, beziehungsweise ein, um nicht zu sagen, scheiß viel Dilithium. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Jetzt haben wir 20.000, also so viel wie ein Dilithium-Mond Kapazität hat. So, das die 1, unser 2, die 3. Tag. Kriegt hier Verstärkung. Und ihr geht. Sehr gut. Ihr geht einfach mal hier auf Patrouille. Nur für den Fall sollten die Borg sich hier rumtreiben. Bereit zum Kampf! Meine Borg-Flotte wird sich der Torpedo-Phalanx vornehmen. Wo ist der Feind? Während die 2 und die 1 sich die Werft vornehmen. Und natürlich auch das Schiffe. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Die Schlacht hat begonnen. Für Kales. Bereit zum Kampf. Ein Klingone kann nur einmal sterben. Für Kales. Tostovokor. Mef. Oh oh. Zum Kampf. Ein Borgschiff versucht ein anderes Borgschiff zu assimilieren. Oh oh. Ein Kubus versucht ein Kubus zu assimilieren. Ein Kubus versucht ein Kubus zu assimilieren. So. Ne, 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 ne. Das ist unter. Das lässt du schön sein. Die Hunde des Krieges los. Oh oh. So. Schilde sind unten und Energie. Das war der Kubus. Nur den Mutigen gebührt das Gute! Ja! Das die Werft ist meine. Die Werft ist meine. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, Schilde. Okay, aber der Kampf ist noch nicht Nur vorbei. Den Mutigen gebührt das Gute. Der Kampf ist noch nicht vorbei. In den Kampf! Ja, der Kubus wird angeriert. Der hat die stärksten Schilde. Ah! Wo ist der Feind? Und kaputt.
Nee. Zielt auf den Frachter. Zielt auf den Frachter. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Dann. Ein Klingone kann nur einmal sterben. 3. Toasto Vokor. Sorgt dafür, dass hier im Bereich keine Bock, keinerlei Bock sind. Halt, Moment. Für Kales. Um Ressourcen zu sparen. Assimilieren. Also, ja, ne? Von dem Borg befreien. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Verstärkungen sind unterwegs. Okay, die produzieren hier auf jeden Fall. Da ist eine kleine Werft und noch ein Lithium und 2 Geschütztürme und ein. Da ist noch eine verbesserte, noch eine. Okay. Ja, wir sollten damit fertig werden. Und zwar mit links. Für so. Kales! Hier sollten jetzt keinerlei Borg-Aktivitäten mehr sein. Halt. Du Frachter, du kommst mal hier hin. Jack Win will ha! Ptach! Ptach! Ja. Okay, okay, da zieht doch noch einen von ab. Und zwar der jetzt hier rauskommt. Jack Win will ha! Oh, diese lustigen Sprüche. Die Schlacht hat begonnen. Wird gemacht. Orders. Roter Alarm. Wir sind bereit für den Kampf. Hey! Für Kales! Nicht so schön. Sehr gut. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Bereit zum Kampf! So. Ein Klingone kann nur einmal sterben. Und für Kales! Ich schiebe das auch mal hier hoch. Und ich brauche, glaube ich, noch ein Konstruktionsschiff. Fangen wir mal an. Beziehungsweise das hier. Ja, ja, ich habe jetzt so viele Schiffe. Ich glaube, ich könnte mit der ganzen Masse jetzt hier einfach reingehen und alles kaputt machen. Bereit zum Kampf! Ich glaube, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ihr fliegt. Stopp! Mef. Ich schieße jetzt einfach mal auf den Frachter. Die Schlacht hat begonnen. Ihr baut hier nicht mein Dilithium hier im Gamma-Eridon-System ab. Das könnt ihr euch abschminken. Sehr gut. Bereit zum Kampf. Mit dem letzten Treffer zerstört. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Stopp. Aha, das sind 2 Borgschiffe. Ja. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Nicht, dass sie vor den Angst hätte, aber das wird dann vielleicht doch ein bisschen eng. In den Kampf! Ja. Ja, die Waffen sind leider nicht ausgefallen. Für Kales! Ja, das macht aber nichts. Nur den Mutigen gebührt das Gute! Schade. Nur den Mutigen gebührt das Gute! Hat leider nicht geklappt. Sehr gut. So. Sehr gut. Oh oh, die bauen ein drittes Schiff. Also, die bauen ein Schiff nach. Oh 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 oh. Die Schlacht hat begonnen. Kommt her. Sehr gut. Kommt her. In den Kampf! In den Kampf! Für Kales! So. Und verursachen sie Chaos! Ich vernichtet die Feiglinge! So. Ja, bald. Das wird unser großer Tag! Für Kales! Die 8. auch. Erschaffen sie uns Antrieb! Die 8. auch. Moment, nein. Das wird unser großer Tag! Okay, da fliegt mitten durch. Der ist beinhart. Bereit zum Kampf! So. Für Kales! So, okay, da braucht nur den Mutigen gebührt das Gute. Wo ist der Feind? Schlängelt okay. Sich durch die 1. Das ist ja krass. So. Spiel ich nicht. Bereit zum Kampf! Die Schlacht hat begonnen! Ich glaube. Bereit zum Kampf! Nur den Mutigen gebührt das Gute! Verschaffen Sie uns Antrieb! Und hier Feuer! Wo ist der Feind? Sehr gut! Vernichtet die Feiglinge! Sehr gut! Und die 1. Ein Klingone kann nur einmal sterben! Hoch. Genau, nur 8. Den Mutigen gebührt das Gute! Viele Schnisch! Und die 2. Bereit zum Kampf! Mal einfach dahin! Und einfach mal, weil ich es kann! Und um meine Macht zu demonstrieren, brauche ich einfach mal einen Schwert. Sofort!
Ein Klingone kann nur einmal sterben. Und? Bereit zum Kampf! Hier sterben die Krieger. Für Kales! Ah, Mist. Feuern! Ein Klingone kann nur einmal sterben. Sehr gut. Bereit zum Kampf! Die Schlacht hat begonnen. Ich habe das Dilithium erschöpft. Ach. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Okay. Dann soll es das auch für dich gewesen sein, liebe Professor Berg. Oder? Nee. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Sehr gut. Das wird unser großer Tag. Für Kales! Verstärkungen sind unterwegs. Kann ich noch mehr bauen? Noch nee. Obwohl ich es eigentlich gar nicht nötig habe. Für Kales! Einfach mal, weil ich kann. Schiffsbau hat begonnen. Ubus! Ja, ich kann es mir echt leisten, sowohl von der Crew als auch vom Lithium her. Unsere Basis wird angegriffen. Ja, kein Problem. Hey. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Okay, ihr seid die Nachhut. Verschaffen Sie uns Antrieb. Ja, bist du echt zu blöd? Ey, die Klingonen sind manchmal echt zu blöd zum Fliegen. Das ist doch unfassbar. Da der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Map. Nützt denn aber nix. Da steht jetzt auf der Basis. Bestätigt. Und macht daraus Kleinholz. Na? Unsere Basis wird angegriffen. Nee. Wir können dorthin nichts beamen. Erobern kann ich es leider auch. Schade. Okay, da muss ich jetzt doch nochmal ein Schiff senden. Beziehungsweise eins bauen. Bauen wir mal drei Warships. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Okay, aber solange sie da drauf schießen. Ja. Unsere Basis haben noch angegriffen. Gute Schilde. Die Schlacht hat begonnen. Das sollte jetzt absolut Problem sein. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Wie lange dauert das denn? Da wird ja eine alte Oma wieder jung. Nur den Mutigen gebührt das Gute. So lange möchte ich jetzt nicht warten. Jetzt auf 33%. Unsere Basis wird angegriffen. Ja, ich weiß. So, du kannst... Sehr gut. Du kannst schon mal dahinter fliegen. Dann... Gut, dann wird das jetzt wohl... Nur den Mutigen gebührt das Gute! ...der letzte entscheidende Schlag sein. Bereit zum Kampf! Gegen die Borg. Sehr gut. Und nur den Mutigen gebührt das Gute! Und ich habe noch einen Kubus, was mir einiges sehr vereinfacht. 28%. Unsere Basis wird angegriffen! Okay, die Borger... Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wo ist der Feind? Da die Schlacht hat begonnen! Ach, guck an. Als Verteidigung nur eine Borg-Sonde, seid ihr des Wahnsinns! Wow, was für eine Verteidigung, beziehungsweise was für eine Eskorte! Ach! Na, ich hinterfrag's nicht. Bereit zum Kampf! So! Verschaffen Sie uns Antrieb! 8 und 1, beziehungsweise nie. Wir brauchen Reparatoren! Die 1 erstmal Reparaturen. Ist der Feind? Ich weiß, ja, schön hinauszögern. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Ah, ja. Wenn wir alle schön komplett sauber haben. Alter, die Borg-Kuben kommen da einfach nicht vorbei. Beziehungsweise einer ist so besonnen, fliegt andersrum. Und der versucht sich hier durch. Unser Tag oh Mann, ey. Die Borg sind so bescheuert. Bereit zum Kampf. Also, manchmal ist die KI sehr bescheuert. Der arme Kubus kommt doch einfach nicht vorbei. Oh, tolles Bild, ey. Echt tolles Bild. Oh, Mann, ey. Sofort. Die Schlacht hat begonnen.
So. Schon wieder ein Frachter. Bereit zum Kampf! So, okay. Die Flotte 1 ist komplett. Das und wird repariert. Unser großer Tag. Gut, dann. Dann bitte einmal Angriff von hinten. Neue Richtung. Ja, und zwar da. Ist da kein Nebel? Auf dem Weg. Nee, okay, neue Station da ist überall. Alles klar, spätestens hier, wenn man Tarnvorrichtung hätte, wäre die hier aus. Okay. Bereit zum Borg. Kampf. Bereit zum Kampf. Borgflotte, kommt mal bitte rein. Bereit zum Kampf. Und Flotte 1, 2 und 3 bitte nachrücken. Bereit zum Kampf. So, dann einmal hier bereit zum postieren. Kampf. Stopp. Für Kales. Flotte 3 bitte nach. Rücken. Verschaffen Sie uns Antrieb. Und Schnell. Bereit zum Kampf. Einmal hier. Das wird unser großer Tag. Bereit zum Kampf. Das wird jetzt der letzte große Kampf. Die Schlacht hat begonnen. Meine Offensive gegen die Borg. Verursachen Sie Chaos. Verursachen Sie Chaos. Okay, ich lasse meine Borg hier drum kümmern. Alle anderen Schiffe kümmern sich um die Nachtruhe. Das wird unser großer Tag. Okay, der Nexus hat meinen Kubus im Visier. Vernichtet die Feiglinge! Oh oh, okay. Wo ist der Feind? Wirefire zu sein ist keine gute Idee. Verursachen Sie Chaos. Und jetzt auf den Nexus zielen. Und da ist ein Konstitutionsschiff. Verursachen Sie Chaos. Ich weiß, das ist sehr unkoordiniert, aber naja. Sehr gut. Immerhin zu semi effektiv. Und alle Schiffe jetzt Feuer auf den Nexus konzentrieren. Okay, ich habe meine Sphäre verloren. Niemand lebt unendlich. Die Schlacht hat begonnen. Dies wird unser Tag werden. Oh, ich verliere gleich noch einen Kubus. Okay, das war der. Und das war der Nexus. Okay, hätte ich es gleich von Anfang an so machen müssen. So. Bitte kaputt machen. Bereit zum Kampf! Wird gemacht! Für Kales! Stopp. Viele Schnee! Ichu Goss! Bitte beide auch machen was hier. Wird gemacht! Hier sterben die Krieger! Ja. Bereit zum Kampf! Für Kales! Für Kales! Zwei. Bereit zum Kampf! Wo ist der Feind? Bereit zum Kampf! Lass die Hunde des Krieges los! Die Schlacht hat begonnen! Nein. Nur den Mutigen gebührt das Gute! Für Kales! Verursachen Sie Chaos! Ist das immer noch nicht kaputt? Das. Für Kales! Moment, geht das kaputt? Sehr gut! Geht das von selbst kaputt? Kanzler Martok, alle Borgschiffe in diesem Sektor wurden zerstört. Wir haben gesiegt. Damit gehört dieser Tag uns. Kontakten Sie die Heimatwelt. Finden Sie heraus, warum die Unterstützung nicht eingetroffen ist. Und schicken Sie eine Nachricht an die Föderation. Informieren Sie sie, dass Kanzler Martok die Borg aus dem Gamma-Eridon-System vertrieben hat. Gut, mit dieser erfolgreichen Mission melde ich mich bei der nächsten Mission wieder. Bis dahin. Tschödelö. Und noch einen schönen Tag und Kappla, meine Krieger.